bin Sabrina Beck und ich möchte euch etwas erklären von Atlas, was ich jetzt gerade sage. Also, es ist ein Gebäude, wo man ein Mann, was soll ich sagen? Ich kann nicht. Warte, was soll ich jetzt sagen? Wo auch das Verbuschung drin ist, zum Füttern. Und es heisst. Also der Mann, es ist ein Gebäude, und dort sind Buschel drin, oder? Und dort kann man ja Futter holen für Buschel, und dann das heisst Hau. Und das Hau ist für Buschel Futter, dass sie es essen können, weil sonst verhungern sie ja, oder? Wie heisst denn das Gebäude, wo die Buschel drin sind? Es ist es. Ein Kuhstall ist es. Und wenn man wo Buschel drin können liegen. Und aber sie haben es bequem im Kuhstall und sie finden es schön, dort drin zu leben. Hallo, ich bin Marco Everle. Und ich erkläre euch jetzt einen Begriff. Es ist ein milchgebiges Nutztier. Und dann wohnt im Stall. Und die Männchen haben Hore. Die Männchen haben keine Hore mehr. Weil die Leute hauen meistens die Ohren ab. Und sehr, was ich meine, ist im Sommer auf der Alp, zum Beispiel in Rügen und in Turnastall und jetzt sagt ihr mir, was das für ein Tier ist. Habt ihr es jetzt herausgefunden? Es ist ein Kuh. Ich bin Fernanda und ich erkläre es euch. Es ist für eine Kuh das Junge. Wenn Kuh eins auf die Welt bringt, hat Kuh einen verliebt. Wenn es auf die Welt kommt, ist es noch klein und es kann noch nicht stehen. Und jetzt wisst ihr schon, was es ist. Es ist das Kalb. Ich bin der Peter und ich erkläre jetzt einen Begriff. Er tut mit der Kuh Junge machen und es ist ein Männchen. Es ist keine Kuh, sondern ein. Wir sagen an.